Hallo zu unserem neuen Vlog. Das Stadtradeln ist inzwischen abgeschlossen. Mehr als 300 Radfahrer aus unserer Gemeinde haben über 61.000 Kilometer zurückgelegt. Bei den Gemeinden unter 10.000 Einwohnern sind wir dadurch auf Platz 1. Die Aktion läuft aber noch und natürlich können wir auch noch überholt werden. Vielen Dank an dieser Stelle an alle, die mitgemacht haben und damit auch ein Zeichen für den Klimaschutz gesetzt haben. Das Stadtradeln hat sicher das Radfahren bei einigen von uns in den Fokus gerückt und klargemacht, dass man viele Strecken auch bequem mit dem Rad erreichen kann. Es hat aber auch gezeigt, dass wir unsere Infrastruktur an der ein oder anderen Stelle noch verbessern müssen. Deshalb werden wir demnächst eine Online-Befragung starten. In der letzten Woche hatten wir schon über die Sitzung des Bauausschusses und der Gemeindevertretung berichtet. Durch die Zwangspause wegen Corona standen sehr viele Punkte auf der Tagesordnung. Für die Bebauungspläne des ehemaligen Tengelmann-Geländes und des neuen gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses für Mellbach und Södel wurden Aufstellungsbeschlüsse gefasst. Die Parlamentarier haben sich umfangreich mit dem Thema Schottergärten auseinandergesetzt und es wurde geprüft, ob es sinnvoll ist, einen Teil des Södler Waldes als Naturwald auszuweisen. Im historischen Rathaus in Bombach soll eine neue Schallschutzdecke installiert werden. Jürgen Polster wurde erneut zum Ortsgerichtsschöffen gewählt und der Erlass der Kindergartengebühren wurde beschlossen. Die Gemeindevertretung hat beschlossen, den Gemeindevorstand prüfen zu lassen, ob es sinnvoll ist, Defibrillatoren für die Gebäude anzuschaffen und es soll eine umfangreiche Aktion gestartet werden mit dem Titel 10.000 Bäume für 10.000 Wölversheimer. Ebenfalls sollen weitere Insektenhotels entstehen. Das ist nur ein Auszug aus einer ganzen Menge an Themen. Mit einem Thema haben sich die Gemeindevertreter aber sehr ausführlich beschäftigt. Wir haben in den vergangenen Monaten über die verschiedensten Baumaßnahmen berichtet. Bei Straßensanierungen mussten die Anwohner der meisten Straßen bisher einen Teil der Kosten tragen. Andere Anwohner, zum Beispiel im Bereich der Ortskerne von Wölversheim und Södel, mussten nichts zahlen, da sie in einem Gebiet wohnen, für das wir vom Land und Bund Fördermittel erhalten. Das ist natürlich nicht gerecht und soll sich nun ändern. Die Gemeindevertreter haben beschlossen, die Straßenbeiträge abzuschaffen. Auch wenn die Anwohner nichts mehr zahlen, werden wir weiter Straßen sanieren. In den nächsten Jahren sind Investitionen von mehreren Millionen Euro geplant. Einen ausführlichen Bericht dazu findet ihr auf unserer Webseite. In der gleichen Sitzung wurde auch ein großes Paket an Sanierungsmaßnahmen für unser Kanalnetz beschlossen. Über die ganzen Beschlüsse werden wir euch natürlich, sobald es etwas Konkretes zu berichten gibt, informieren. Es wurde auch beschlossen, in der nächsten Ausschusssitzung umfassend über die aktuelle Betreuungssituation in den Kindergärten zu informieren. Heute hat das Land Hessen in einer Pressekonferenz darüber informiert, dass die Kindergärten ab dem 6. Juli ihren Regelbetrieb wieder aufnehmen können. Allen Eltern muss aber klar sein, dass das ein Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen sein wird. Es kann sich also immer wieder ändern. In den letzten Wochen standen unsere Erzieherinnen und Erzieher vor großen Herausforderungen. Besonders die psychische Belastung war enorm, da einfach nicht klar war, welchen Gefährdungen sie sich aussetzen. Der Druck war enorm. Aus diesem Grund werden wir, genauso wie es die Schulen auch handhaben, die regulären Kita-Ferien beibehalten. Würden wir das nicht machen, müssten die Kitas zu einem anderen Zeitpunkt zum Ende des Jahres schließen, um den Urlaub entsprechend abzubauen. Für alle Eltern, die fristgerecht eine Ferienbetreuung gebucht haben, werden wir diese auch anbieten können. Ich möchte an dieser Stelle allen Erzieherinnen und Erziehern für ihre großartige Arbeit, aber auch allen Eltern für das entgegengebrachte Verständnis danken. In Bombach wird derzeit der Parkplatz am Kindergarten umgestaltet. Die Parkbucht soll etwas tiefer werden, damit die Autos besser parken können. Ich habe mir die Arbeiten gemeinsam mit unserem Ausschussvorsitzenden Stefan Bodem angeschaut. Eigentlicher Grund für unseren Termin war aber das Außengelände der Kita Pusteblume in Wombach. Der Kindergarten wurde erweitert und umstrukturiert. Im Rahmen der Bauarbeiten wurde das Außengelände in Mitleidenschaft gezogen. Das Außengelände wurde nun fertiggestellt. Wir haben uns gemeinsam mit Fachbereichsleiterin Nicole Lehmann und Einrichtungsleiterin Marina Riesner von den Arbeiten überzeugt und auch die umgebaute Kita besichtigt. Wir freuen uns, euch mitteilen zu dürfen, dass wir auch ein Ferienprogramm zu Corona-Zeiten auf die Beine gestellt haben, das natürlich nicht mit ganz so vielen Kindern und den ganzen Vorschriften stattfinden muss. Aber wir haben ein abwechslungsreiches Programm und wir freuen uns schon so sehr darauf, die Kinder wieder bei uns haben zu dürfen.
Es gibt derzeit leider an mehreren Stellen in unserer Gemeinde Eichenprozessionsspinner. Die Raupen des Eichenprozessionsspinners sind gefährlich für Mensch und Natur. Ihre giftigen Brennhaare können Atemnot und allergische Schocks auslösen. Wir haben deshalb an allen betroffenen Stellen entsprechende Hinweistafeln aufgestellt. Die Raupen werden häufig mit dem Schwammspinner verwechselt. Egal um welche Raupe es sich handelt, haltet bitte einfach Abstand und geht auf Nummer sicher. Zum Schluss möchten wir uns nochmal bei euch bedanken. Wir haben vor etwas mehr als einem Jahr mit unserem Vlog angefangen und haben inzwischen mehr als 1000 Abonnenten. Damit hätten wir nie gerechnet. Wir wollen aber weiter daran arbeiten, besser zu werden. Aus diesem Grund möchten wir mal wieder etwas verlosen. Schreibt uns dazu einfach mit dem Hashtag Gewinnspiel in die Kommentare, was ihr gut findet, was wir besser machen können, über welche Themen wir mehr berichten können oder was auch immer. Unter allen Teilnehmern verlosen wir Tassen, Gläser, Kolder, Shirts und viele andere Artikel. Das war's für diese Woche mit unserem Vlog. Aber wir hatten ja vor einiger Zeit schon angekündigt, über Insektenhotels zu informieren. Dazu gibt's am Wochenende ein ausführliches Video von unserem Besuch bei Frank-Uwe Fuhl. Abonniert jetzt den Kanal, um das Video nicht zu verpassen und vergesst den Daumen nach oben nicht. Tschüss, macht's gut! Abonniert jetzt den Kanal, um das Video zu abonnieren. Abonniert jetzt den Kanal, um das Video nicht zu verpassen. Schreibt uns einfach unter dem Hashtag. Nee, ach. Aber mit dem Hashtag. Mit dem Hashtag. Hashtag. Ja? Nee, auch nicht.